Jo Leute und willkommen zu GTA. Ja. Mal wieder mit dem Keks. Genau, du weißt fein? Ja. Wie fährt man nochmal? Da fährt man, da gibt man Gas auf jeden Fall. Das ist die erste Folge GTA. Leider noch nicht online, das kommt aber hoffentlich bald noch dazu, wenn unsere Eltern das erlauben. Oh, leck mich. Ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Also, du musst auch auf die Karte achten, ja? Du kannst jetzt nicht so fahren, wie du willst. Ich hab geschossen, glaube ich. Wie dumm kann man sein? Gib mir mal, du musst jetzt. ja, also. Sie spielt. Einmal, sie kriegt sofort die Polizei. Na, klasse. Hä? Ja. Ich bin halt nicht so gut, tut mir leid, ich kann. Und du musst ein bisschen lauter reden. Ich kann nicht. Aber nicht schreien. Ja, ich schrei schon nicht. Ich bin halt nicht die Beste, ne? Würde ich so sagen. Würde ich auch mal so sagen. Du hast da so einen hässlichen Teddy. Ja, aber der ist voll schön. Der ist nicht schön. Wir haben eine Nachricht bekommen. Echt? Mhm. Hollywood. Die Stadt, die niemals schläft. Oder war das New York? Hä? Das war doch New York. Oh. New York, die Stadt, die niemals schläft. Wir sind aber in Hollywood. Und was ist eigentlich ist ja Hollywood die Stadt, die nicht mehr steht. Guck mal Hollywood an, Alter, die kiffen da nur. Den einzelnen, den du so siehst, wenn du in Hollywood bist und Ferien machst, kommt da ein Typ und sagt, ey, willst du mal ein bisschen abkaufen? Kaufen? Ja, Leute, ich muss hier kurz stehen bleiben, bis wir die Bullen los haben. So, danke. Hatte ich hier nicht irgendwo eine Aufgabe? Egal. Was ich eigentlich machen wollte, ich wollte jetzt zur Garage fahren, beziehungsweise Keks wollte zur Garage fahren. Und dann Keks wollte sich was zu trinken holen. Also muss ich da jetzt hinfahren? Oh Mann, Alter. So, ja, jetzt ist Keks was sich was zu trinken holen. Hoffentlich geht die Aufnahme noch nicht so lang. So, das ist das erste Mal, dass wir GTA aufnehmen, aber aufnehmen an sich tun wir schon relativ oft, wenn wir können. Ja. Aufpassen, Taxi. Leute, ich habe erst, letztens habe ich erst gestern gespielt, aber wenn ich eingerostet bin, liegt es daran, dass ich echt lange nicht mehr gezockt habe. Oh. Ich habe gerade nämlich ein bisschen schwer zu Hause, aber egal. Mir tun meine Arschbacken weh. Deine Arschbacken tun dir weh? Ja. Das ist ja mal was Neues. Aber nicht mein Ozonloch. Dein Arsch ist so groß hier in der Ozonloch. Das sollte so ein Pant sein, weil... Ach ja, habt ihr schon gesehen, was ich Schickes anhabe? Ich spiele heute mal Trevor, weil ich Lust drauf habe. Dumm bist du? Nee, eigentlich ist mein Lieblingsplayer, ja, wie heißt der? Franklin, der Schwarze. Also nicht, dass ich jetzt rassistisch bin. Und jetzt nicht denken, dass wir jetzt Cut machen, aber... Ja, ja. Nimm den Weißen. Oh, der ist lila. Aber der Weiße sieht besser aus von der Form. Ich brauche erstmal Platz in der Garage. So, jetzt kann ich auch das Auto bestellen. Was ich mir kaufen wollte. Da wir jetzt endlich Platz haben in der Garage, können wir uns auch das Auto kaufen. Womit ich heute auch. Oh, das sieht man überhaupt nicht. Oh! Es ist gerade ein bisschen. Ah, jetzt geht's wieder! So, sorry, Leute! Ich wollte mit dem mal heute kaufen, damit wollten wir. Was? Ja, damit gehen wir heute auf die Militärbasis. Nimm Orange! Wir pimpen ihn sowieso noch auf. So. Wir wollten mal noch. Ich wollte kurz noch was gucken. Wie der so drauf ist. Alter. Der Furz ist und zwar okay. Rot. Der ist schon ganz okay. Aua. Wenn man fahren kann, ist der ganz okay. Ich komm von. Wir holen jetzt was anderes, du Mann. Hm? Das ist eine Schaltkarte. Ab! Wer weiß denn mehr? Ja, mehr jetzt.
Wir haben ja schon. Leute, wir machen immer noch keinen Cut. Hoffentlich. Nein, haben wir noch nicht. Na, hast du die weiße Karre jetzt weggemacht? Oh, ich glaube, ich habe... Wo ist denn jetzt diese... Ich will jetzt mein Auto. Oh, ich glaube, ich habe einen Riss in der Lippe. Oh, fuck. Ja, Leute. Soll ich mir ein Pflaster aufmachen? Nein, Mann, bleib's jetzt hier. Ja, Leute, wo mein Auto bleibt, ist die Frage. Ah! Und wisst ihr was? Ich kauf's dir einfach nochmal. Denn ich pack ein bisschen ins Spiel, würde ich sagen. So, hab's gleich, Leute. Hoffentlich ist es jetzt noch scharf. Ja, klar, jetzt nimmt sie den Spaß. Ja. Ich bin ja noch nicht in so einer hohen Klasse. Ich freue mich richtig auf die Osterferien, ohne Scheiß. Du musst. Der Sandy ist da vorne. Ich freue mich richtig doll auf die Osterferien. Du musst nicht schreien. Leute, ich gehe gerade nochmal in die Garage, in der Hoffnung, dass da endlich mein Auto steht. Wo ist denn diese Scheißkarre, die ich mir bestellt habe? Und wieso steht hier der Bentley? In der Weg. Ja, wieso denn? Oh Leute, ich hab's da. Was ist denn das? Das ist doch mein Handy, oder? Ich dachte, das ist mein Handy. Ach Gott, hab ich mich gerade erschrocken. Warum? Weil ich dachte, das Auto wäre weg. Alter, das ist weiß. Wie kannst du das nicht sehen? Also wenn wir ein bisschen mehr Witze machen sollen. Müsst ihr es einfach nur sagen. Ich hab einen Witz. Der ist voll sinnlos, aber ich hab einen Witz. Soll ich ihn dir erzählen? Oh, oh, oh. Was? Den hat meine Klassenkameraden erzählt. Also. Was? Was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Lehrer? Gott weiß alles, aber der Lehrer weiß alles besser. Das soll jetzt auch keine Beleidigung gegen Bergi oder so sein. Also alle, die abergläubig sind und das gucken, ihr könnt mir nur recht geben. Tut mir leid. Aber Sophie, wollt ihr nicht rassistisch werden? Alter. Werd mal gegen mich nicht rassistisch, ja? Nur weil du scheiße bist? What? What? Und jetzt nicht denken, dass ich schwarz bin, ja? Nur weil sie schwarz ist? Ich bin nicht schwarz! Wer hat das schon alles gesagt? Werd doch mal nicht so rassistisch! Hand. Sophie! Frau ist gerade dein Rauchhaupt? Boah, Leute, ich nehme jetzt einfach dieses Auto hier. Und dann fahren wir zu. Ja, mach das. Warum hast du nicht den lila Ding genommen? Weil ich ihn nicht kaputt machen will. Darf ich fahren? Du, ich muss dir erstmal den Weg markieren, wo du überhaupt hin musst. Tun. Hier muss ich hin. Aber mach's nicht kaputt bis dahin, ja? Fahr bitte ordentlich, aber schnell. Oh, jetzt musst du mal lauter machen. Mach lauter. Nein, jetzt mal. Fahr jetzt endlich. Oh, bist du doof? Jetzt Lenker richtig. So lenker. So behindert kann man Leute ja nicht sein. Autorennen kannst du, aber du kannst nicht mal ein vernünftiges Auto fahren. Oder? Wie? Bist du behindert? Kannst du nicht Auto fahren oder was? Jeder Mensch, der GTA spielt, kann Auto fahren. Fahr nochmal gegen. Genau. Geht. Hoffentlich finden wir nochmal ein Reparateur auf der Bahn. Ich weiß nämlich, wie wir ankommen werden. Alter Mann! Ich hab gesagt, das Auto soll ganz da ankommen, nicht in 1000 Einzelstücken. Hast du nicht gesagt? Denkst du, ich bin mit einem kaputten Auto in die Militärbasis oder was? Ist doch nicht schlimm.
Jo, Leute. Ich würde da sagen, wir machen. Es ist Pause. Du hast genug Speicher. Warum meckerst du mich jetzt gleich so an? Hä, was denn? Hä, fahr doch. So, ich soll weiterkommen. Ist jetzt auch egal. Wir nehmen einfach die Aufnahme. Okay. Oh, sie läuft sogar. Ah, scheiße, sie läuft noch. Alter, bin ich dumm. So, Leute, ich würde jetzt mal sagen, wir machen für heute Schluss mit einem verwirrenden Aufenthalt. Wir sehen uns mit dem Auto ganz in der nächsten Folge an der Militärbasis und dann sagen wir Tschüss und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.